Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Journey Hunter Returns. So, endlich habe ich die Vollversion von FIFA 18. Das heißt, wir können auch endlich The Journey weiterzocken. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen, dass da die Trial-Phase geendet hat, die Testphase von FIFA 18. Und wir waren an dem Punkt angelangt, wo Alex Hunter ein Angebot bekommen hat von seinem Vater, dass er nach USA kommt, in die USA kommt und bei LA Galaxy unterschreibt, nachdem wir ja bei Liverpool zur Jugendarbeit verdammt wurden, nachdem ja die Wechselgerüchte, ob Alexander zu Real Madrid geht, hat für ganz schön Unmut gesorgt bei den Fans und letztlich auch bei der ganzen Mannschaft, die uns dann letztendlich nicht mehr haben wollte, beziehungsweise in die Jugendabteilung verfrachten wollte. Und ja, jetzt stehen wir halt vor der Entscheidung, nehmen wir das Angebot an von unserem Vater und gehen in die USA und werden dort eventuell glücklich bei LA Galaxy oder nehmen wir die Jugendarbeit bei Liverpool auf und verdienen dort unsere Brötchen. Ich denke mal, es ist eine relativ einfache Entscheidung. Wir werden natürlich in die USA gehen. Wir wollen ja Alexander auch weiterentwickeln, dass er immer besserer Fußballer wird und dass wir dann später auch noch Angebote bekommen von diversen anderen Vereinen aus Deutschland, aus Spanien, aus Frankreich, je nachdem, was kommt. Ja, ich würde jetzt aber erstmal sagen, wir starten mal und ich wünsche euch viel Spaß. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my off-season, and I get the joy and watch them go out there and do their thing. You have guys in the league that are very important for this league, Jovinko, Dos Santos, Zardes, but now you have Alex Hunter coming in. Kapitel 3 – Neue Welt. Ja. Oha. Du bist Alexander. Wer ist denn das? Ich gebe nachher Autogramme. Komm später wieder. Ist schon okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Ja, alles gut. Komm jetzt. Showtime. Wer war dieses Mädchen? Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Hör auf, wow. Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game though. Ja?
Have fun. Tiriori, geil. Wir sehen uns nachher. Oh, ein Riesentalent. Weltklasse Fußballer. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex. Ich wollte dir nur sagen, also, ich bin Danke. Stolz auf dich. Dass du eingesprungen bist. Begrüßen wir nun den neuesten Spieler der LA Galaxy, Alex Hunter. Los geht's. Zeig ihnen, wie es geht. So, also unser neuer Verein LA Galaxy. Und wir können gleich mal zeigen, was so abgeht. Ja, ein bisschen was für die Fans, ein bisschen was zeigen. Das klappt noch besser. Ja, schön. Das war jetzt nicht so toll. Das war leider auch nicht so toll. Schade. Das war schon. Das war auch gut. So, jetzt mal ein großer Schuss. Schade. Ja, der war gut. War auch gut. Langsam habe ich den Dreh raus. Das war nicht so toll. Okay. War, denke ich, ganz okay. So, von London nach Los Angeles. Alex Hunter ist angekommen bei den Los Angeles Galaxy. Und mal schauen, wie unsere Karriere dort verläuft. Wochengehalt $10.000. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal weiter. Wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Hey, Alex. Hey. Glad you came. Danke für die Einladung. You alright? Need anything? Nein, Mann, alles okay. Die Aussicht ist unglaublich. It's Hollywood. It's how they do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wahnsinn. Hey, man. Welcome to LA. Scheint ja auf dem ersten Moment alles zu passen. Ich nehme jetzt hier nochmal kurz ein paar Einstellungen vor, weil ich nämlich vorhabe, die Kommentatoren ein bisschen rauszumachen. Hatte ich ja gesagt. Ich mache es nicht komplett weg, aber so, dass man halt sie nur minimal hört. Ja, unser erstes Spiel steht an. LA Galaxy gegen Portland. In der Major League Soccer. Fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam.
Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Let's go, boys. Alex, da du noch nicht mittrainiert hast, bleibst du heute leider auf der Bank. Aber sei bereit, vielleicht kommst du ja rein. Klar, als Neuzugang spielt man nicht unbedingt gleich von Anfang an. Wir spielen natürlich mit dem Team und ich tue mal die Schwierigkeit ein bisschen runterstellen auf Profi, weil sonst wird es zu heftig. Ich spiele zwar normalerweise auch auf Weltklasse, wenn ich jetzt Karrieremodus oder sowas mache, aber bei The Journey würde ich sagen, spielen wir mal auf Profi. Wird, denke ich mal, schwer genug sein. Aufgaben, neuer Look. Absolviere eine Partie mit einer neuen Frisur. Erreiche mit den LA Galaxy die Major League Soccer Cup Playoffs. Und eine Geheimaufgabe. Hier ist ein aktuell 7. Platz. Portland ist ein Platz drüber mit 39 Punkten. Und es gilt es jetzt zu ändern. Wir sitzen leider noch aktuell auf der Bank. Well, 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 look who it is. I heard you out late last night. So, war das nicht. You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. Der ist für ein Problem. Böses, böses Foul. Alex, es ist soweit. So, wir kommen also rein. Beeindrucke den Boss, erreiche eine 6,0 Wertung. Teamspieler, hole dir eine Vorlage und gewinne das Match. Beziehungsweise das Spiel. Sollte, denke ich, doch machbar sein. So, ich nehme jetzt hier nochmal. Okay, das geht jetzt aktuell gar nicht. Ich wollte mal ein bisschen die Einstellung was anpassen. Lass mal ein bisschen was leiser machen. I saw your little showcase. But can you do it when it counts? Oh, Free Kick. Oha. Unsere Chance, ein Tor zu machen. Richtig geil gemacht. Okay, leider kein Tor. Ja, Leute, ich mache es jetzt nicht so oft, aber ich tue jetzt einfach nochmal was an den Einstellungen vornehmen. Tut mir jetzt gerade leid. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal alles so auf die 5, die Kommentatoren auf die 4. Damit auch den Rückstand. Und dann sollte es passen. Schöner Zweikampf, sehr gut. Alex Hunter jetzt. Ah Mann, schade. Gute Idee auf jeden Fall. Giovanni jetzt.
Hunter. Und jetzt die Chance. Uhuhu. Gleich mal das erste Tor von Alex Hunter und ein Mega-Einstieg, Leute. Mega-Einstieg in die Major League Soccer. Das nenne ich mal ein Ausrufezeichen. Mit dem tollen Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. Sehr gut. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Nun Giovanni. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Valeri. Wir müssen natürlich gleich probieren, das 2-0 das zweite Tor nachzulegen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Da wäre jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Torwart. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er spielt den Pass zurück. Rogers. Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, Foul, hallo? Okay, kein Foul. Blanco. Weg ist der Ball. Oh, schön aufgepasst, sehr gut. Ah, schade. Jetzt haben sie den Ball. Schlechter Pass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Oh, und der Abwehrspieler ist schon mal richtig langsam, ey. Alter. Alex Hunter. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ah, schade. Einwurf. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Nagbe. Valeri. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und direkt zurückgespielt. Den kriegt der Torwart. Der hat gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schade. Jetzt müssen sie aufpassen. Nagbe. Den Ball holt er sich. Jetzt ist die Kugel weg. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft, Portland. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem gewinnen. Er schießt. Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich. Er vergibt die Chance. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Und auf jeden Fall ein sehr enges Spiel. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt der Schuss. Und sie liegen weiter hinten. Da war nun wirklich mehr drin. Das war eine gute Chance. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Alessandrini. Das tolles Zuspiel. Jetzt schießt er. Boah, schade. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Mann. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Nein. Und es gibt noch eine Zugabe. 4 Minuten. Ah, das war am Ende dann doch Mann, nee. Gefährlich. Und da kann sich die Abwehr so spannend wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Sieht anders aus. Dos Santos. Hallo? Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Super dazwischen gegangen. Guter Pass.
Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Normalerweise keine gelbe Karte, keine rote Karte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt können sie vielleicht kontern. Eine Minute noch. Sades. Und jetzt die Chance. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber das ist gut verteidigt. Jetzt jawohl! 2-0. Sehr gut. Da kommt er rein. Das ist die Entscheidung. Sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding, ne? Ein war jetzt bisschen Treffer glücklich, aber trotzdem hoch verdient. Keine Gelegenheit aus. Auf jeden Fall. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jawohl, sehr guter Einstand. Sieg für Galaxy und ein Tor für Alex Hunter. Guter Einstand hier in der Liga. Das muss ja auch erstmal schaffen. Tor beim Debüt gar nicht so leicht, aber da sieht man, das ist ein klasse Spieler. Talent ohne Ende, ich glaube, der kann sich hier durchsetzen. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Ja, fast alles erreicht, bis auf die Vorlage. Haben wir leider nicht geschafft. Aber ich denke mal, es war ganz in Ordnung. Unser Liga-Debüt. Trainer-Feedback ist auch sehr positiv. Klasse Übersicht bei deinen Stallpässen. Schöne Pässe nach vorne, damit leistest du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Schöne kurze Pässe, genauso verteidigt man den Ballbesitz. Schöne Direktpässe. Sehr gut. Alex Hunter steht jetzt bei mir, Neuzugang der LA Galaxy. Alex, schöner Sieg beim Debüt in der MLS. Wie fühlen Sie sich nach diesem ersten Spiel für die Galaxy? Ja, super Gefühl. Die Fans waren wirklich unglaublich. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin froh, dass ich die Punkte geholt habe. Auf diesem Ergebnis müssen wir aufbauen. Dann wird's was mit den Playoffs. Viel Erfolg damit, Alex. Danke. So, mal gucken, was wir jetzt als nächstes ausbauen können. Schauen wir mal kurz auf die Attribute, ob es irgendwas gibt, wo man verbessern könnte. Gibt es anscheinend aktuell nichts. Okay, wir brauchen 3 Skills. Na gut, dann würde ich sagen, was ist jetzt für diese Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer ein Däumchen da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.